Hallo und herzlich willkommen, liebe Seele, zu deinem Tagesorakel heute am Dienstag, den 16. April. Ich freue mich, dass du da bist. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, über welche Thematik darf ich sprechen? Was möchte sich zeigen? Oh. Ich bin gerade an meine. Ich habe mich hier geschnitten. Mir ist ein Teller beim Geschirrwaschen ist mir ein Teller aus der Hand gerutscht. Der war schmierig von Spüli und dann ist er zerbrochen. Und natürlich, zur Krönung, habe ich mich dann noch geschnitten am Teller. Das tut ein bisschen weh, aber naja, ich bin nicht aus Zucker. Der adrette Mann haben wir hier. Es könnte jetzt auch die adrette Frau sein. Ja, Geschlechter sind in allgemeinen Orakeln als neutral zu betrachten. Gepflegtheit, Körperbewusstsein ist das Thema. Ein Trendsetter. Anzugtyp, Schönheit, Luxus. Und die Teekanne. In der Ruhe liegt die Kraft. Entgiftung, Entschleunigung, abwarten und Tee trinken, nichts überstürzen. Was ich hier wahrnehme ist, dass viele hier eben innerlich gelassener werden. Dass man achtsamer wird, dass man achtsamer lebt, bewusster lebt, dass man sich darauf fokussiert, dass man innerlich in der Ruhe ankommt, dass man im inneren Frieden ankommt, dass man sein Leben so gut wie möglich, ja, manchmal schafft man das nicht immer, die Welt ist hektisch und schnell, ja, das wird quasi von außen oft verlangt, aber dass man so gut wie möglich entschleunigt, dass man entgiftet, Körper, Geist, Seele, sein Umfeld, alte Gewohnheiten, ja, dass man ein bisschen gelassener wird, okay, und das ist das, was ich wahrnehme, das wird, ja, das werden andere Leute an dir wahrnehmen. Wirst du innerlich ruhiger und gelassener? Entgiftest du? Brauchst du kein Make-up? Du brauchst keinen Anzug? Du brauchst keine, theoretisch keine schicken Klamotten? Du brauchst keinen Schmuck? Du kannst, also wie wenn nackig, ja, wie wenn du nackig da bist und du bist wunderschön so. Ja, ich meine, das bist du sowieso, aber das ist wie durch diese innere Ruhe hast du nochmal eine ganz andere Aura. Das strahlst du aus. Das ist wie so ein Schönheitsschub, Booster. So, ja, so nehme ich das hier wahr. Wahre Schönheit kommt von innen, ja. So nehme ich das hier wirklich wahr. Körperbewusstsein, Bewusstsein, ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Und auch mal entschleunigen zu dürfen oder sich auch mal entspannen zu dürfen, ist eben für viele Luxus. Sich diesen Luxus gönnen. Luxus ist nicht immer Klunker und ein dickes Auto, ein Boot, eine Villa. Nee, Luxus ist auch mal, sich entspannen zu dürfen, entschleunigen zu dürfen und so weiter. Ne? Entgiftung ist für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele Luxus. Wie schnell wird man zugemüllt im Alltag mit allem Möglichen? Ja, ich nehme es so wahr, man wird es dir unter anderem auch sagen. Die Leute stellen das fest und man wird es dir sagen. Man wird es dir mitteilen. Acht Stäbe.
Ansonsten sagt die geistige Welt, ja, du bist gerade in der richtigen Richtung unterwegs. Tu dir was Gutes, denn das hast du hinter dir. Und das ist das, was lange in deinem System war. Etwas, was dich sehr runtergezogen hat, was dir geschadet auch hat. Ich meine, die Messer oder die Schwerter, sie liegen, sie stecken ja in dieser liegenden Frau drin, so rum. Und man sieht hier Blut. Also man hat hier in gewisser Form schon Schaden davon getragen. Definitiv. Körper, Geist, Seele. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich jetzt gut um sich selber kümmert. Natürlich gibt es positive Fortschritte, dann natürlich geht es dann in die richtige Richtung. Ja, also ich brauche dazu gar nicht mehr viel erklären. Gestern hatten wir die Königin der Kelche an dieser Stelle, heute haben wir den König der Kelche an dieser Stelle in Kombination mit dem Ass der Kelche. Das ist komplette Heilungsenergie. Tiefe Reinigung, tiefes Clearing, ja, tiefe Heilung. Von allem, was unglaublich schädlich für dich war in der Vergangenheit, egal ob das Informationen aus deinem Umfeld waren, die dich belastet haben, ob du in schwierigen Verbindungen warst, oder ob du viel zu viel Müll an Essen zu dir genommen hast, ob du viel zu viel Stress hattest oder Kummer oder Schocks aus der Vergangenheit, schwierige, unerwartete Ereignisse, ja, wo man quasi in den Überlebensmodus geschaltet hat. All solche Sachen werden hier ausgeheilt. Und das ist natürlich eine Energie, die strahlt unglaublich Ruhe aus. Man bringt sich innerlich in Ordnung. Man bringt sein System in Ordnung. Das ist Liebe, die man sich selbst entgegenbringt. Und natürlich, wenn du dich dann in dieser tollen Energie befindest, strahlst du die Liebe und diese gesunde Energie auch nach außen aus. Und andere Menschen nehmen das wahr. Entweder ist man dann gerne mit dir zusammen, man ist gerne in deiner Nähe oder man begegnet dir freundlicher wie vorher. Die Menschen sind freundlicher, begegnen dir freundlicher wie vorher. Oder man sagt dir wirklich ein Kompliment, ja. Ich meine, du machst das nicht, damit du Komplimente von außen kriegst, das verstehe ich schon. Ja, ich meine nur, das ist so das, ja, die Kirsche auf der Sahne oder so, ob man sie jetzt braucht oder nicht. Ja. Du trägst Verantwortung für dich selber und für dein Leben, für deine Gesundheit. Das ist ganz wichtig. Und für alle, die das gerade nicht machen, ist das jetzt ein wichtiger Hinweis, das vielleicht zu tun, wenn es euch in irgendeiner Form schlecht geht. An der Unterseite der Schwan mit der Schönheit, ne? Licht und Schönheit. Erkenne die Schönheit des Lebens. Sie spiegelt sich in deinem Seelenkleid. Und der Ibis mit der Weisheit. Folge den Impulsen deines Herzens und deiner Seele. Alle Weisheit wohnt bereits in dir. Das ist eine Karte der Innenschau und des Neubeginns. Okay, du hast viel Weisheit erlangt in der Vergangenheit und diese Weisheit lebst du jetzt oder wendest du quasi für dich selber an. Ne? Folge den Impulsen deines Herzens und deiner Seele und deine Seele spricht hier definitiv Bände. Ja. Liebe Seele, das kann ich dir weitergeben für heute. Alles Liebe und einen schönen Tag wünsche ich dir, wenn du magst. Gerne bis morgen. Bye, bye.